Willkommen zurück bei der europäischen Geschichte. Nach dieser kurzen Einführung im ersten Video gehen wir jetzt einen Schritt weiter, und zwar ins Kapitel 5, wo eigentlich die ganze Entstehung von den verschiedenen Regierungsformen in der Moderne, also in der Moderne ab dem Zusammenfall vom Römischen Reich beschreibt. Erinnert euch, dass eigentlich der Ursprung von Europa auf drei Pfeiler basiert. Einerseits das griechisch-römische Wissen, das im antiken Griechenland und im römischen Imperium aufgebaut worden sind. Also vor allem Philosophie, das Nachdenken über einen Ursprung, über den Sinn vom Leben, über den Ursprung vom Leben, damit direkt ein bisschen verbunden ist, was wir könnten sagen, ein Anfang der Wissenschaft. Es ist aber nicht als Wissenschaft definiert, weil Wissenschaft ist etwas anderes. Für Griechen war Wissenschaft ansetzen und ganz fest nachdenken und aufgrund von dieser Denke eigentlich die Ursprünge vom Leben, vom Universum zu gründen. Oder? Zum Beispiel haben die auch mehrere Mal gesagt, ja, also jede Materie besteht aus Feuer, Wasser und Luft und so weiter, bis mal einer auf die Idee kam, jetzt weiß ich nicht mehr, was es war, ob es der Demokrit war oder wer, der hat gesagt, nein, jede Materie ist gemacht aus Atomen. Das ist das kleinste Element, das es gibt. Und da hat er nicht einmal so Unrecht gehabt, mit dem haben wir sehr lange gelebt. Heute stimmt es nicht mehr, heute kann man ein Atom noch viel mehr aufteilen, aber das zeigt, also die haben sich wirklich Gedanken gemacht über das und sie haben gerne einfache Lösungen gehabt. Die einfachen Lösungen sind auch heute noch sehr gefragt in der Physik. Also ein ganz gutes Beispiel ist die Formel von Albert Einstein. Oder E ist gleich mc Quadrat. Das ist eine ganz einfache Formel, die aber eigentlich etwas ganz Wesentliches beschreibt, wo auch tatsächlich so ist. Auf dieser Theorie basieren auch sehr viele Phänomene in der Natur, zum Beispiel die ganze Verbrennungsprozess in der Sonne ist erklärt mit dem, die ganze Atombomben ist erklärt mit dem und so weiter. Dann verdanken wir ihnen natürlich auch Literatur, Theater, Komödie, Tragödie, Kunst, allgemein, vor allem Skulpturen, die schönsten Skulpturen von Menschen sind ja eigentlich gemacht worden durch Griechen. Damit verbunden ist auch Architektur, die Schönheit der Architektur. Sie haben auch schon seine Zeit Geometrie entwickelt. Die Geometrie, die euklidische Geometrie, wird heute noch in unseren Schulen eigentlich vermittelt. Obwohl sie sich natürlich auch weiterentwickelt hat, aber es ist immer noch Basis. Mit der Geometrie haben sie auch die Logik entwickelt. Also, sie haben alles so sehr logisch beschrieben und abgeleitet, was wir ihnen schon eigentlich verdanken tun. Und Demokratie haben wir natürlich von ihnen, die Idee von der direkten Demokratie sogar. Und alles das Wissen, wo einem mit dem Römischen Reich praktisch untergegangen ist, ist gerettet worden durch die katholische Kirche, wo das Wissen weiterhin aufrechterhalten hat, aber eigentlich missbraucht hat, um ihre Doktrin zu erklären. Also das da kommt ja von Heiden, von sogenannten Pagans, und das sind Christen, das sind die richtigen Leute, oder? Und das hat man aber alles aufgenommen, die ganze Struktur von der Kirche hat man ja, ist ja sehr ähnlich hierarchisch organisiert, wie, würde jetzt mal sagen, wie das Römische Reich, das dort organisiert ist. Und zum Beispiel, dass man hier sehr offen über Literatur, über Lebensfreude, über Nacktheit in der Kunst geredet hat und die auch so ausgeübt hat, das ist natürlich doch verboten gewesen. Also man sieht natürlich durch das ganze Mittelalter nie eine nackte Person, oder? Das ist schön versteckt worden, das ist ja nur das rausgepickt worden, was einen genützt hat. Die römische Kirche ist nach dem Untergang vom
Römische Reich eigentlich geblieben, hat dann ihre Stellung quasi eingenommen und hat ein Päckchen gemacht mit den Germanen, die eingefallen sind in ganz Europa, ins ganze ehemalige Römische Reich. Die haben die Religion angenommen und die römische Kirche hatte dann auch wieder jemanden gehabt, wo sie können unterstützen. Also der Kaiser ist weggefallen vom Römischen Reich und an ihre Stelle sind die Ritter und die Könige gekommen. Die haben eigentlich den römischen Kaiser ersetzt und sind so not ist not, weil sie sind ja auch bestätigt worden von der römischen Kirche, dass sie dürfen König sein irgendwann. Das ganz grosse Beispiel ist ja das Heilige Römische Reich, das mit dem Römischen Reich gar nichts zu tun hat, aber wo eigentlich der Papst, der Kaiser oder der König oder der Kaiser vom Deutschen Reich eigentlich geadelt hat zum Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, wo an dessen Stelle eigentlich der ist, aber was eigentlich gar nicht so ist, sondern es ist mehr einfach symbolisch das Zusammenspiel vom Papsttum mit den Königen. Die Könige sind auch noch vertreten worden von Gott in ihrem Gebiet. Also erinnere da King of France by Grace of God. Also wenn man gegen den König war, war man auch gegen die Religion und gegen Gott. Das hat natürlich eine unwahrscheinliche Macht gegeben. Und diese Macht ist natürlich sehr geschickt ausgenutzt wurde und auch im Zusammenspiel mit der römischen Kirche wieder verstärkt wurde. Also die haben sich einerseits unterstützt, die Könige und die römische Kirche, sind aber auch Rivalen gewesen. Also der Vatikan hat am Anfang von deren Entwicklung, also nach dem Jahr 500, hat er sich auch massiv ausgeweitet in ganz Italien, hat praktisch halb Italien hat zum Vatikan gehört. Das haben sie dann wieder weggenommen und dann hat es Rivalitäten gegeben und Krieg miteinander. Und so sind eigentlich die immer, haben sich unterstützt irgendwie, aber dann sind sie wieder Rivalen geworden. Oder wenn der Papst hat irgendeinen König nicht passt, hat er sogar exkommuniziert. Und ein exkommunizierter König, dem ist gerade völlig der Teppich unter den Füßen weggenommen worden und hat überhaupt keine Macht mehr gehabt. Die Königtum, die haben eigentlich bestanden aufgrund von der Blutlinie. Also es sind nicht Staaten gewesen, sondern die Staaten sind immer abhängig gewesen, eben von den Leuten und von der Erbschaft. Die haben sich ihre Macht gesichert, indem sie eben die Noblen hatten, denen sie früher Land zur Verfügung gestellt haben. Und das hat eine klare soziale Gesetzgebung gegeben, also eine sogenannte Social Order mit den Noblen und mit dem König, wo man natürlich über Jahrhunderte zusammen eben mit der Religion ideal hat können aufrechterhalten, obwohl sie auch unter sich ständig gestritten haben und ständig einander bekriegt haben. Die Könige sind eigentlich nicht sehr stark gewesen am Anfang, weil sie ja keine eigene Armee hatten und keine eigene Steuereinnahme. Aber sie haben dann über die Jahrhunderte oder, sehr an Macht gewonnen. Mit Ausnahme von England, wo wir noch werden analysieren, dort hat das Parlament an Macht gewonnen. Dort daraus sind auch die Bills of Rights kommen, wo man dann sieht, wie wichtig das die sind, zum Beispiel für die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung. Und dort, wo sie an Macht gewonnen haben, als Paradebeispiel ist natürlich Frankreich. Der König hat gesagt, l'état c'est moi. Hat es aber dann überbordet und am Schluss haben sie es nicht mehr können halten, dann ist die französische Revolution gekommen und daraus sind dann die Déclaration des droits de l'homme et du citoyen entstanden, wo auch ein wesentlicher Bestandteil ist heute von unserer europäischen Kultur und von unserem Rechtsverständnis. Auf das gehe ich noch ein im zweiten Teil von dieser Präsentation. Vielleicht noch zur Illustration, wenn wir hier Europa haben.
hatten wir England, da hatten wir Spanien, Frankreich. Frankreich hat eigentlich immer, ist immer ein relativ grosses Gebiet gewesen, Spanien und Portugal auch und natürlich England. Aber was hier in Italien abgelaufen ist, in Zentraleuropa, mit Deutschland im Zentrum und Norditalien, da haben sich eigentlich nie grosse Staaten können etablieren oder grosse Königreiche. Und da war immer sehr viel Rivalität, gewesen, Krieg gewesen, natürlich zwischen denen und denen und denen. Und da müssen wir natürlich auch noch Österreich, Ungarn und Böhmen und alles das da dazu tun. Oben hatten wir dann noch Schweden und Dänemark, die auch immer rivalisiert haben. Und wie wir dann noch einmal sehen, das ist ein sehr wichtiges Phänomen, dass das eigentlich hier möglich war. Das hat sehr viel Competition hat das gegeben. Das hat auch gegeben, dass man ständig hat müssen nach neuen Waffen und Waffentechnologie suchen, dass man ständig das Wachstum gesucht hat, das Wirtschaftswachstum. Dank der Rivalität in Europa war es auch so gewesen, dass man die Welt hätte entdecken wollen und die Reichtum holen. Das ist alles eigentlich gesteuert aufgrund von der Notwendigkeit, dass man besser und schneller und reicher muss sein als Nachbar, sonst kommt man da unter. In der Reformation sehen wir dann, dass eigentlich dank dieser Konstellation hat auch können die Reformation und der Protestantismus entstehen, weil der Martin Luther zum Beispiel, der hat natürlich Unterschlupf bekommen bei einem von diesen Fürsten, wo sich vom Vatikan auch entledigen wollte, weil der Vatikan immer drin geschnurrt hat und immer gesagt hat, welche Bischöfe das ernannt werden und welche nicht. Und hat sie auch exkommunizieren, hat eben die Waffen gehabt. Und das ganze Zusammenspiel sehen wir dann später, spielt eine sehr wichtige Rolle. Die Könige in Europa haben also müssen den Konsens immer wieder suchen mit den anderen mächtigen Leuten im Land, vor allem mit den Lords, mit den Landowners, mit den Feudalherren und später wahrscheinlich auch mit der Bourgeoisie, die immer mehr an Macht gewonnen haben, also vor allem an wirtschaftlicher Macht. Daraus hat sich so ein System gegeben, das man Parlament genannt hat. Das hat aus drei verschiedenen Elementen bestanden. Die sogenannten Three Estates, also die drei Stände eigentlich, Estate oder État Généraux, das ist auf Französisch, das heisst eigentlich Leute. Und das hat bestanden aus den Religiösen, aus dem Clergy, denn ihre Aufgabe war, zu beten, das war dann ihre einzige Aufgabe gewesen. Dann aus den Noblen, denn ihre Aufgabe war, also zu kämpfen, also eine Armee zur Verfügung stellen für einen König. Und dann haben wir den Rest gehabt, die Commoners, also das gemeine Volk, denen ihr Job war einfach gewesen, zu arbeiten, Geld zu machen und Reichtum zu generieren. Das sind die einfachen Leute, oder? Innerhalb von all diesen drei hat es immer sehr grosse Unterschiede zwischen Reich und Arm gegeben. Also Nobles sind nicht einfach reich gewesen und die normalen Leute arm, sondern das ist durchgehend gewesen, hat das in jeder Kategorie das sehr reiche und sehr arme Leute können geben. Auch bei der Kirche, man kann sich vorstellen, irgendein Arztbischof, der sehr reich war, oder ganz ein einfacher Mönch, der eigentlich arm hat müssen leben. Und entsprechend sind die Leute ja auch vertreten in diesen Parlamenten. Es sind natürlich nicht die ärmsten Leute von den Commoners im Parlament drinnen gewesen, sondern es sind die, die oben aufgeschwommen sind, die schon bereits wirtschaftliche Macht haben. Das ist also ganz ein wichtiges Institution ist das gewesen, weil die Könige sind eben am Anfang schwach gewesen und haben aber dann immer mehr und mehr an Macht gewonnen. In Frankreich kennen wir das als Estate General mit den drei Häusern. Die haben also in drei verschiedenen Orten haben die jeweils Sitzungen gehabt. Man sieht ja das bei der Französischen Revolution. Die Commoners haben dann verlangt, dass alle miteinander in der gleichen Sitzung teilnehmen, haben dann mehr Stimmen haben. Und am Schluss sind sie sogar durchgekommen
und haben so die französische Revolution durchgedrückt mit ein paar von den Noblen und von den Religiösen auch. In England hat es einen anderen Namen, heisst House of Lords. Dort drinnen sind die Erzbischöfe und Bischöfe als Vertreter von den religiösen Leuten, von den Clergy. Und natürlich der Lords selber, die noblen Herren, die Herzog, Dukes, Earls und so weiter. Und nebenan haben wir ein House of Commons in England. Das sind dann die einfachen Leute. Heute ist das eigentlich immer noch das einzige Parlament, das gewählt ist in England. Der House of Lords ist nicht gewählt, hat aber sehr restriktive Rechte, also hat nicht sehr viel zu sagen. Dort wird schon entschieden in der House of Commons. Also, das hat eigentlich schon gar nichts zu tun mit griechischer Demokratie. Ja? Dann, wo die Könige also immer mehr an Macht gewonnen haben, oder? Haben sich da jemand im Absolutismus angenähert. Und ein Absolutismus, absolute Könige sind aber nie wirkliche Tyrannen in Europa. Sie haben auch nicht die absolute Macht gehabt. Sie sind immer durch irgendetwas im Schach gehalten worden. Also einerseits von den Noblen oder von der Bourgeoisie, die das Geld hatten, müssen so Wirkung stellen, wo ein Haufen von diesen Kriegen und Sachen da, die der König musste finanzieren. Dann die Kirche selber, oder? Die römische Kirche ist bis zur Reformation also die einzige Institution, die europaweit eine einzige artige Sache war. Obwohl eigentlich Europa völlig aufgesplittet war, hat sie doch eine einzige europäische Zivilisation gehabt. Oder? Deshalb, wenn wir von Europa reden heute, wir reden schon vom Gleichen. Wir sind schon eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt, wenn das so ist. Oder? Auch die Könige sind angeschaut worden, sie haben sich auch verstanden als christliche Prinzen. Oder? Also sie mussten das Christentum und den Glauben haben sie müssen verteidigen. Und da hat natürlich Tyrannie nicht Platz gehabt, bis zum geht nicht mehr. Natürlich hat sie sehr viele Schnitzer in der Geschichte vor allem von der Kirche mit der ganzen Inquisition zum Beispiel oder mit der Eroberung von Südamerika, mit dem Niedermetzeln von den Leuten im Namen von Gott oder Kreuzritter im Osten und so weiter. Aber trotzdem, man hat schon gewusst, wo man herkommt, man hat eine gewisse Vorsicht an den Tag gelegt, oder? Das kommt schon aus dem republikanischen römischen Reich mit der christlichen Kirche, haben sie also nicht alles können erlauben. Und schließlich hat man natürlich auch immer noch müssen auf Parlamente ein bisschen schauen, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, wie wir noch einmal gesehen, sehr viel mehr in England und sehr viel weniger im Festland Europa. Als Beispiel sei hier erwähnt, in Frankreich im Jahr 1780 hat der König Ludwig XVI. Zum ersten Mal nach 175 Jahren das Parlament wieder einberufen. Weil in den 80er Jahren ist das Königreich Frankreich völlig bankrott gegangen. Sie haben kein Geld mehr gehabt und wenn sie wollten Steuern erhöhen oder erheben, haben sie einfach das Parlament gebraucht. Und dort ist natürlich auch der aller Anfang dann, von der französischen Revolution. Gleich geht es weiter, dann schauen wir ein bisschen näher an, was eigentlich in England passiert ist. Weil das ist auch noch sehr speziell und gehört auch zu unserer Geschichte von Europa. Also, bald geht es weiter.